So. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass der Stream auch geschmeidig läuft mit allem drum dran. Moin. Falls noch irgendwer hier ist. Hallo. Und wenn nicht, dann rede ich wieder mit mir selber. Oder quasi an das Publikum, wenn sie irgendwann das Wort sehen in einem Monat oder so. Wir spielen ein wenig Magic Chapter 2. In dem Fall einen Solo-Run. Für Leute, die das nicht kennen, wird es eventuell nicht ganz so komisch wirken. Für die, die es kennen, muss man wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Und deswegen mache ich das auch. Das ist halt ein RPG, erstellt von einem Pseudo-Lone-Wolf. Ist halt im Flash programmiert. Und ist halt ein rundenbasiertes JRPG quasi, oder davon halt inspiriert, wo man halt seine Partymitglieder hat und mit denen halt kämpft. Und das Spiel hat aber eine ganz gute Modding-Community. Und da habe ich mir halt auch selber ein bisschen rangesetzt, um die Option zu haben, halt meine Party komplett umzustellen, wie ich möchte. Im zweiten Kapitel hat man halt drei Charaktere forciert für das ganze Spiel und im dritten Kapitel halt einen einzigen. Und ich wollte halt die Option haben, das halt ein bisschen mehr rummischen zu können, je nachdem, wie ich halt Bock habe oder andere. Was ich dann für eine ganze Weile mal gespielt hatte, halt im Privaten waren halt Solo-Runs mit Charakteren, ob sie halt durchkommen können, wie gut können sie durchkommen. Und ich habe mir neben dieser Solo-Run-Herausforderung halt auch noch ein paar zusätzliche Challenge-Regeln gestellt, wenn man ansonsten das Spiel halt dezent aushebeln könnte. Für die, die es nicht kennen, ist jetzt die Aufzählung nicht ganz relevant, aber es läuft quasi darauf hinaus, keine Mugwort-Juices, das sind halt die besten Tränke im Spiel, und halt die Geo-Jacket nicht benutzen, so wie halt was Equipment angeht, weil ich auch Charaktere aus den späteren Kapiteln hier eingefügt habe. Dürfen sie halt nur alles benutzen, was man halt Vanilla in Teil 2 findet. Und halt ihr Start-Equipment, weil dadurch, dass dieses Kapitel halt vor Kapitel 3 spielt und zu dem Zeitpunkt noch manche Charaktere einfach halt nicht konzipiert waren und man sie auch normalerweise gar nicht spielen könnte, gibt es halt in diesem Kapitel, das wir halt dann hier spielen, kein Equipment für diese. Ein Kapitel ist übrigens nicht nur so quasi eine Stunde, wir sind durch, das wird schon eine Weile dauern. Also nicht, dass man sich wundert, aussehen muss mit Tastatur spielen. Das heißt, man wird wahrscheinlich ab und an meine Tastatur hören, weil die ist alt, die ist dick und die ist mechanisch. Aber ich habe schon ein bisschen gelernt, die Tasten ein bisschen weniger stark zu hämmern. Und daher, warum wir nicht Kapitel einspielen, weil das Kapitel ist halt furchtbar kurz und es ist furchtbar einfach, Vanilla. Da kann ein jeder Charakter wirklich problemlos durchkommen. Von daher machen wir das so hier. Ansonsten ist es noch so, dass ich bei ein paar Charakteren quasi halt ein paar von deren Baseline-Skills halt banne. Also bei manchen Charakteren, weil die haben halt sowas wie, ich nehme keinen Schaden. Ach, so, das ganze Spiel ist übrigens in Englisch, bevor man sich wundert. It's been 8 years since Mardig and Doigen went on the quest to explore the star that had fallen from the sky. The peculiar entity that calls itself Rohop has shared Mardig's body since then, but still refuses to say anything about its business on Belfern, or even where it came from or who it really is. Mardig's life has been pretty unremarkable for these last 8 years. He and his friend Doigen have been on many adventures, and though they aged, the spirit of heroism and adventure never left them, and they never gave up on their dream of being heroes. Not even after the death of their hero, Social Fox, who reportedly died of severe wounds after slaying a particularly ferocious and powerful dragon. Der Text ist zu schnell! The Death of the Great Hero und so weiter und so fort. Jedenfalls, deren Lieblingsheld ist gestorben und sie sind jetzt noch mehr dazu inspiriert, bessere Ritter und irgendwann mal Helden zu werden. Und sind im Königreich Gosnor auch als Wachen Ritterfolg eingestellt worden. Und heute haben sie ihren großen Test, wo mal eine etwas schwerere Aufgabe warten wird, als einfach nur halt Ritter und so umholzen. Ich habe schon mal einen Solo-Run gemacht. Das war sogar mein erster Stream, den ich gemacht hatte mit Solar. Und da habe ich halt die ganzen Dialoge vorgelesen. Das mache ich hier nicht nochmal, weil ansonsten würde das bei jedem Stream fucking ewig dauern, wer halt einen vorgelesenen Dialog haben möchte mit ein bisschen mehr Scherze, weil ich halt natürlich die Dialoge von Mardig auf den Hund angepasst habe. Ja, wir haben einen Hund gespielt, der ist magisch und kann reden. Kann sich das halt dann anschauen. Ja, ich meine, das ist halt, ne, wenn ich könnte, würde ich halt selber vorspulen können mit einem Tastendruck. Also, das geht auch hier. Aber das ist ein wenig viel Text, wie man gerade gesehen hat. Und das, was man gerade gesehen hat, ist der Standard-Scroll-Text. Von daher. So, ein paar Sachen hier sind auch ein bisschen halt ungeschliffener, was Programmierung angeht, weil ich einfach da manche Fehler nicht beheben konnte. Weil das Ganze erarbeitet man sich über ActionScript. Das ist halt die Entwicklerplattform, wo man halt zumindest Mardig, eventuell auch andere Flash-Games halt bearbeitet. Und das ist halt gerne mal ein bisschen zickig.
Also ich habe entschlossen, dass den ersten Mann, den wir machen, ist mit Deugen. Das ist halt gleich hier der Kollege. Ganz erstaunlicherweise. Was ich ansonsten mache, ist halt ein paar Items mitnehmen. Das ist halt normalerweise halt der Stein hier ist eigentlich ein Item, der halt, oder halt ein Item, was eigentlich erst halt im dritten Kapitel kommt. Ich habe aber halt ihnen ein, halt zwei Skills gegeben, dass ich halt einmal 0 XP kriege und einmal halt, da steht zwar plus 20%, aber ich kann den Text nicht abändern, da kriege ich irgendwie plus 600%. Das ist einfach nur primär dafür da, dass ich halt mir irgendein Level halt zurecht level. Und wenn ich mit diesem Level halt Gegner schlagen kann, dann möchte ich nicht zusätzlich Erfahrung kriegen. Also damit könnte man auch zum Beispiel einen Low-Level-Run machen, wenn man Bock hätte. Und wenn ich halt irgendwie doch nachgrinden muss, dann muss ich dafür nicht 3 Stunden rumsitzen. Dann muss ich halt nicht irgendwie 3 Stunden rumsitzen, sondern kann einfach kurz ein paar Gegner besiegen und kriegt dann meine Level-Ups. Achso, ja, das ist die Vorspielfunktion. Ein gutes Feature. Da springt das dann halt alles ein bisschen schnell durch den Text. Ich kann danach mal ein bisschen Text normal laufen lassen, dann sieht man, wie das eigentlich auszusehen hat. Das andere Item von Interesse ist dieses hier. Dieser Helm auch von einem Chapter 3 Charakter. Ich werde halt mir nicht irgendwelche Damage Skills oder sowas dafür nehmen, aber halt den Skill, den er halt gibt, ist halt Accuracy plus 50%. Das ist halt einfach nur dafür, dass ich quasi RNG ein bisschen ausklammern kann, weil ich halt einen Solorn habe und manche Kämpfe werden sich halt auf RNG belaufen, das ist halt so. Aber halt den ganzen Rest hier mache ich dann halt soweit nichts. Das Einzige ist halt nur das hier für Geld. Und das hier, weil wir ansonsten nicht Story-Progression machen könnten, wenn ich nicht dieses Item mir geholt hätte. Lustigerweise. Ja, gerne das Spiel ist halt schon darauf erpicht, dass es hier halt stellenweise entgegenkommt. Nicht komplett, muss man dazu sagen. Achso, was ich noch gerne habe, du siehst hier diese AP-Leiste. Normalerweise muss man halt Skills halt x-mal benutzen oder halt für x-Kämpfe aktiv haben, dass sie gemeistert werden, dass sie halt, weil dann sind sie nicht mehr an Equipment gebunden, sondern kannst sie halt immer ausrüsten. Ich habe die Zahl halt auf 1 runtergeredet, dass man auch das sich nicht stundenlang erfahren muss. Normalerweise ist halt so quasi das mit als Balance gedacht, dass wenn du halt einen Skill willst wie XP plus 20%, musst du halt 100 Kämpfe bestreiten mit dem Skill, dass du ihn immer benutzen kannst, ohne dieses Item tragen zu müssen, aber oh, das ist für mich halt weniger Spielspaß, sage ich mal. Von daher, also finde ich persönlich. So, was wir jetzt mal tun, ist halt den hier kurz beibringen für einen Kampf. Den hier nicht. Und die beide. So, jetzt nicht erschrecken. Ich habe mir auch eine Taste eingebaut, dass die halt Random-Kämpfe forciert. Dadurch, dass hier keine Monster spawnen können, dann habe ich einfach ein Instant Victory, aber so kann man halt noch schneller Passiv-Skills lernen. Ich bin gleich an der Tür, lass mich noch kurz fertig erklären. Dankeschön. So, ich bin ganz kurz an der Tür. Was nun Uhr? Wer Knopf denn da? Ist ja unfassbar. So, jetzt bin ich wieder hier. Also wie hat manche der Funktionen, die ich halt hier nutze, hat das Spiel halt nicht Baseline. Aber ich habe mir ein paar eigene Quality of Life Sachen reingemacht. Einfach nur, weil Quality of Life halt, ne? So, übrigens, das habe ich dann auch gemacht. Das hat der Vordersprite entsprechend wechselt zur Figur. Das bin ich die ganze Zeit als Malik rumlaufen soll. Wir sind jetzt Deugen. Hey. So, ich kann dir mal zeigen, wie das ausschaut. So, also hast du die Charaktere und die machen halt hier einen Dialog. Mit der entsprechenden Animation für die Lippen. Das Spiel ist übrigens ziemlich alt. Teil 1 und 2 kamen, glaube ich, 2007 raus. Was heißt hier? Oh nein! Und halt hier entsprechend wechseln einfach dann die Charaktere. Die haben aber halt quasi stellenweise eine ähnliche Basis. Gerade die Frauen. Da ist eigentlich immer nur Augen und Haare anders, effektiv. Aber es hat halt eine Person gemacht, von daher. Und wir sind halt schon ziemlich alt. Und dann kannst du einfach vorspulen und dann sieht das alles ein bisschen seltsamer aus.
Es gab da mal einen viel interessanteren Bug bei Dialogen. Die habe ich aber inzwischen auch gefixt bekommen. Da kann man sich auch das, den ersten Solo-Stream auf YouTube anschauen. Aber ja. So. Bevor ich jetzt erstmal irgendwas mache, ist erstmal kurz hier den Skill beibringen. Und dann können wir regulär spielen. So. Wie man sieht, kriege ich halt 0 XP. Weil ich halt den Stein dafür, beziehungsweise halt den Skill dafür mal beigebracht habe. So. Und wir müssen jetzt den Skill haben. Ja, Accuracy plus 50%. Du siehst auch die RP-Kosten und unten die RP-Leiste. Und man kann halt nicht quasi halt zu viele Skills ausrüsten, wenn man dafür nicht die RP hat. Was halt auch nochmal so ein strategischer Teil des Spiels ist, sage ich mal. So, das beides trage ich dann jetzt nicht mehr. Ah, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar normalerweise kann man sich halt über Kapitel 1, da gibt es halt so ein paar reguläre Potions und ein bisschen Kleingeld, aber das sind halt normalerweise nicht wirklich relevante Items. Das einzige Item von Relevanz, was man sich aus Kapitel 1 holen kann, trägt dieser Charakter glücklicherweise in Kapitel 3 standardmäßig. Das heißt, man kann sich einfach hier so rüberholen, als hätte man quasi Kapitel 1 gespielt. Dass man halt nicht jedes Mal theoretisch Kapitel 1 spielen müsste. Und in dem Fall ist einfach, dass ich nicht nochmal das Item halt mir extra reincoden muss, von daher. Und das wird halt auch für später relevant, sag ich mal. Das wird am Anfang jetzt wahrscheinlich auch alles ein bisschen viel. Aber sobald wir halt hier mit der Stadt kurz fertig sind, hat das halt alles seinen regulären Flow. Ist einfach nur dadurch, dass ich halt das entsprechend modifiziert habe. Für solche Solo-Runs ist der Anfang halt ein bisschen, ich will nicht sagen crappy, aber halt schon ein bisschen überladener. Ist man halt wahrscheinlich weniger gewohnt mit allem drum und dran. Und ja. So, was wir ansonsten machen für Solo-Runs, weil normalerweise ist es halt so, hey, man könnte sich endlich Level farmen und halt, wie viele Tränke brauchst du? Da habe ich mir das Item einfach geholt. Das kann man halt dann entsprechend halt verscheuern und kann sich einfach Tränke nachholen für Kämpfe, wo es halt zum Beispiel heißt, hey, diesen Kampf könnte ich auf Level 4 schaffen, aber ich brauche dafür eine Milliarde halt Potions. Von daher. Also es wird nicht halt darauf hinauslaufen, dass jetzt halt irgendwie ich jeden Kampf einfach damit lösen kann, indem ich halt Potions habe. Weil ansonsten müsste man sich halt alternativ halt das ganze Geld nachtrainieren, wo du halt, oder nachfarmen, würde die ganze Zeit halt XP kriegen und einfach auch einfach Gegner überleveln. Auch wenn Level nicht die einzige Lösung auf alles sind, glücklicherweise, auch wenn Level trotzdem natürlich einen Unterschied machen. Sieht so grimmig aus mit den Augenbrauen. Ja, das hat der Doigen, der nimmt halt seine Rolle als Ritter ein wenig ernst. Das stimmt auch. So. Mana Berries, auch wenn ich nicht glaube, dass ich die wirklich brauchen werde. So, Phoenix Downs. Lustigerweise, Phoenix Downs sind als Items als solche halt relativ egal. Davon kann ich mir einen holen. Bei denen könnte ich mir auch aus Chapter 1 eingeschoben. weil du kannst halt damit halt andere Partymitglieder wiederbeleben, wenn sie tot sind. Was jetzt bei einem Solo-Run natürlich entsprechend wegfällt. Aber ja. Was ich dann jetzt hier kurz machen werde, ist, das werde ich halt noch nicht benutzen. Was man halt mich gerade am Anfang machen sehen wird, ist, hey, ich kaufe mir jetzt ein paar Items, aber benutze sie nicht. Das hat einfach nur den Grund, dass ich halt simulieren würde, okay, ich gehe durch ein Gebiet, soweit wie ich halt nur Items finde. Wenn ich halt irgendwo ein Roadblock habe, einen Gegner, der mich halt, oder einen Boss, der mich halt zu sehr auffällt, dann würde man alternativ nachtrainieren, Geld sammeln, Items kaufen, Items rumprobieren. Und halt Items, wo ich halt weiß, die werde ich auf jeden Fall später benutzen. Sind halt diese Handschuhe, die kosten halt 500, das klingt noch viel, aber das kann man eigentlich auch sich recht schnell zusammenfahren und hat eins von diesen Pendants. Und das hat alles, was ich brauche. Es gibt noch andere Items, die man sich theoretisch holen kann, aber die kosten 1000 bis 2000, das wäre jetzt schon ein bisschen sehr, sag mal, schummelig, wenn ich die mit benutzen würde. Ah, mir fällt gerade ein, Moment, Moment, ich habe ja noch Zugang. Der hier ist überflüssig, weil den kann ich mir sogar noch holen. Aber ja. So, und ab jetzt können wir quasi das Spiel regulär spielen, ohne dass ich halt irgendwelche Vorkehrungen treffen muss. Und lieber Augenbraue jetzt gar keine. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen immer noch ein Trend ist. Aber man sieht ja halt andere Spielstände für Solo-Runs, die ich halt mal gemacht hatte. Aber wir brauchen nur einen einzigen Spielstand. Das war einfach nur, als ich damals die Idee hatte, hey, ich mache das über YouTube und Gedöns. Aber es hat dann nicht ganz so geklappt.
Es gab ja mal diesen Trend, gerade bei Damen, so noch zu meiner Schul-, Ausbildungs- und Studiumzeit, wo sich einfach halt die Augenbrauen komplett abrasiert und halt mit einem Stift ersetzt haben. Also wo sie einfach dann sich eine Augenbraue raufgemalt haben. Ist das immer noch vorhanden oder ist das inzwischen weg? Weiß das irgendwer? Weil, ich weiß es nicht. Ich habe das halt seitdem auch nicht mehr wirklich gesehen. Das war einfach mal für eine Weile extrem ein Trend und quasi fast jede Dame damals hatte das halt zur Schulzeit, was halt ein bisschen befremdlich war, sage ich mal. Da ich aber inzwischen halt meinem Arbeitsleben halt nicht mehr so viel halt mit gerade jüngeren Personen zu tun habe, kann ich das einfach nicht mehr beurteilen. Eventuell irgendwer von euch, gut, Marse jetzt wahrscheinlich weniger als Polizist, außer er buchtet die ganze Zeit irgendwelche Teenies ein. Ich meine, wenn es ihm gefällt, das ist jetzt halt nicht eine modische Entscheidung, die irgendjemand anderen halt verletzt oder ähnliches. Keine Ahnung, wenn man irgendwie mit einem Kermit the Frog Kleid rumrennt, das ist halt schon ein bisschen mehr seltsam, was man nicht so direkt ansehen möchte. Aber es gibt es immer noch als Trend, okay. Hätte sein können, dass das halt als Trend nicht mehr vorhanden ist. Wie man übrigens sieht beim Spiel, das läuft sowohl auf Tastatur, also das benutzt sowohl die Tastatur als auch als halt die Maus. Und es ist halt nicht so, dass du irgendwie alles mit dem einen oder dem anderen steuern kannst, sondern es ist halt in Kombination halt halt die Menüs und gerade das Inventar musst du halt mit der Maus steuern. Das ist halt so. Aber ja. Was auch auffallen wird, kurz bevor ein Kampf startet, hört man ja dieses Bing. Und ich habe über mir ein rotes Ausrufezeichen. Das ist halt das Fluchtsystem des Spiels oder das Kampfvermeidungssystem des Spiels, sage ich mal eher. Was halt so funktioniert, dass der Gesamtlevel deiner Party wird halt durch die Partymitgliederanzahl geteilt, also halt x durch 4 oder halt wenn du theoretisch weniger hast, x durch 3 oder und mehr weniger als das geht ja nicht in dem Teil, halt versus die Gegner, halt deren gesamtes Level geteilt durch die Gegnergruppenanzahl. Also in dem Fall wäre es halt 1 plus 1 ist 2 durch 2 ist halt 1. Und das wird mit meinem Level abgeglichen. Mein Level ist in dem Fall 3. Und das spielt halt mit rein, ob die Wahrscheinlichkeit da ist, dass du vor Gegnern überhaupt fliehen kannst. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, ich bin Level 3, die Gegner werden nur als Level 2 gerechnet, warum kann ich bisher noch nicht fliehen? Weil die Anzahl der Kampfteilnehmer auch noch eine Rolle halt mit spielt. Die Form ist halt ein bisschen komisch. Das sorgt halt bei Solo-Runs im Endeffekt einfach dafür, dass wenn du halt ein niedriges Level hast, schon von Beginn an du Kämpfe halt nicht wirklich pro forma vermeiden kannst und es deswegen halt sehr oft zu Kämpfen kommen wird. Den kann man natürlich entgegenwirken, indem man halt einfach Level trainiert, aber Level geben halt nicht nur, also Statuswerte technisch geben sie halt primär nur HP und MP und halt die regulären Statuswerte, die man hat, hier halt da Stärke, Vitalität und sonstiges, die steigen nicht an per Level ab. Aber halt für Skills, Schadensberechnung fließt der Level mit rein, ergo sorgen mehr Level dafür, dass auch Kämpfe leichter werden. Nicht so extrem wie in anderen Rollenspielen, würde ich persönlich sagen. Aber es macht auch einen Unterschied. Und da ich halt solche Runs dann gerne versuche, mit einem Level X halt zu schaffen. Oder halt gucke, hey, wie niedrig kann ich mich selber halten, bevor ich halt leveln muss. Ertrage ich halt diese Kämpfe, weil dadurch, dass wir Dolgen spielen, haben wir eine gute Chance, dass wir vor Kämpfen halt fliehen können. Fliehen funktioniert quasi immer, außer es gibt eine Fähigkeit, die halt das unterbindet vom Gegner, der die dann benutzt. Und Kampfteilnehmer, die Reihenfolge wird halt durch den Agilitätswert bestimmt. Und Doigen hat zwar eine fette Rüstung und einen fetten Zweihänder, aber er hat 12 Agilität. Das reicht für einiges an Gegner. In der Statuen diese leuchtenden Blumen? Leuchtende Blumen? Ach, du meinst wahrscheinlich die Pilzmenschen jetzt gerade. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, was du meinst mit leuchtenden Statuen. Wenn du halt die beigen Dinger mit den roten Köpfen meinst, das sind Pilzmenschen. Halt Fungi Boys. Die hier, das sind halt Pilzmänner mit einer dicken Nase. Hier haben sie halt einen Bauchnabel mit sehr komischen Schuhen und halt das sind die Ohren mit Haaren. Obwohl man eventuell auch denken könnte, dass es einfach Flügel sind.
Das Monster-Design ist stellenweise, das Monster-Design, so, ist stellenweise schon sehr abgefahren. Keine Sorge, es wird nicht irgendwelcher grotesker Unfug. Achso, ja. Das ist ein Miniboss, der eigentlich nur im ersten Dungeon existiert, im ersten Kapitel existiert. Im zweiten Kapitel ist er halt eigentlich tot. Ich habe ihn nur reingesetzt für einen anderen Charakter, weil sein Gimmick ist, dass er halt spezifische Attacken von Gegnern lernen kann. Da ist aber mir spare, Kapitel 1 direkt durchzuspielen, war der Gegner nicht vorhanden und mir hat der Skill gefehlt. Und deswegen habe ich den Gegner hier reingesetzt, dass ich halt es simulieren könnte mit einem anderen Charakter. Meinst du, das hier? Das hier sind einfach nur ein paar Pilzhaufen. Meine, die in dem Wald da. Diese blauen. Diese blauen schwebenden Dinger, das waren Forestfische, also halt Waldfische. Nice. Was diese halt grünen, beige-blauen länglichen meinst, das waren Fische. Jetzt tauchen sie nochmal auf. Die hier, ja, sind halt Fische halt mit den Flossen und halt den Kopf, aber es sind halt Forestfisch, Waldfische und deswegen haben sie halt nicht halt fleischliche Flossen, sondern halt Blätter. Ansonsten weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ja. Ich mag generell die Ästhetik des Spiels. Das war auch, für Leute, die jetzt nicht drin sind, wissen das nicht, aber halt, das war auch mein großer Knackpunkt, als der Entwickler nach 8 Jahren ein Remake machen wollte, aber halt mit seinen neuen Werten als Person. Die Mission ist übrigens, dass wir einen Banditenanführer in dieser Mine aufhalten sollen. Die Leute auf der rechten Seite gehen halt die Minenarbeiter retten, die auf der linken Seite, und wir stürmen halt über 2 Flanken zum Banditenanführer und versuchen halt dann quasi zu umstellen. Damit seid ihr auf dem neuesten Stand. Das ist ja nochmal so Tutorial-Text. Das Spiel bricht auch gerne quasi sehr charmant die vierte Wand aller. Hey, vergiss übrigens nicht zu speichern. Und dann, was ist speichern? Was ist ein Menü? das Remake hat halt eine ganz, also war auch spielerisch anders, aber es hat auch eine ganz andere Ästhetik. Es war halt nicht mehr halt wirkliche halt Standard-Mittelalter-Fantasy, sondern es war halt, wie kann man das beschreiben? Halt mehr auf spirituell ausgelegt und war halt auch, sagen wir mal, kinderfreundlicher von der Ästhetik her. Das hat dann natürlich halt auch auf viel Gegenstoß geschossen. Nicht nur halt wegen, also die Gameplay-Änderung war eigentlich so der größte Knackpunkt, aber halt auch die geänderte Ästhetik. Weil halt die Manek-Spiele hier, ob man das jetzt hübsch nennen möchte oder nicht, ist mal die eine Sache. Ich persönlich find's hübsch, aber das können andere Leute auch anders sehen. Es ist halt in die Jahre gekommen. Aber es ist trotzdem halt auf jeden Fall ein grafischer Umschwung gewesen. Da ist halt auch klar, dass dann halt nicht jede Person da direkt mit einhergeht. Verständlicherweise, wie ich finde. Wie man sieht, ist halt hier jetzt, was öfter vorkommt, ich werde in Kämpfe reingezwungen und dann tauchen halt Gegner auf, die ganze Zeit halt gleich schnell oder schneller sind. Wenn man gleich schnell ist, dann haben Gegner trotzdem den ersten Schlag, was voll fies ist. Das kann man quasi damit halt entgegenwirken, indem man jetzt sagt, hey, ich farme und hole mir Agilitätsringe aus dem Shop, aber wir verzichten einfach mal drauf, weil das ist zusätzliches Geld und schauen mal, ob wir so durchkommen. Aber ja, das war halt ziemlicher Streitpunkt für das Remake. Das Remake hat auch nur quasi halt eine Demo geschafft oder halt das erste Kapitel. Das ist ja von der Länge her quasi eine Demo. Und wurde halt danach abgebrochen, weil halt die Resonanz war halt sehr gemischt. Es gab genug, die halt das auch gefeiert haben, aber halt auch genug, die da ganz klar dagegen waren. Gerade der größere Teil der alten Garde, die halt mit Matic aufgewachsen sind, die waren halt dem Reboot, Reimagining halt kritischer eingestellt. Deswegen. Ich persönlich bevorzuge die Optik von den originalen Matics hier auch. Ich finde, das hat deutlich mehr Charme. Außerdem gefällt mir es einfach mehr als halt, wie nennt man das halt so, quasi nicht direkt Kinderfantasie. Es hat schon ein bisschen seine dunkleren Momente. Ich glaube, harmlose Optik trifft es besser. Halt, ich bevorzuge das hier über die harmlose Optik, sage ich mal. So, und damit kommt der erste Bossfight. Oder halt Mini-Bossfight, besser gesagt. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist halt, man simuliert es halt so, wie es sein soll. Mit den Accuracy. Das Problem ist aber, dadurch, dass ich Level 3 bin, kann ich nicht beides gleichzeitig nehmen.
Und der Damage plus 20% macht schon einen Unterschied. Natürlich riskiere ich damit halt die Chance zu verfehlen mit meinen Angriffen. Ich kann auch halt für den Skill gehen, was es sicherer macht, aber auch definitiv dann länger brauchen würde, wenn mir der Extra-Schaden fehlt. Und der ist halt auf dem Level hier relevant, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Aber wir probieren es einfach mal quasi so regulär zu simulieren und mal schauen, ob ich irgendwie 20 Mal verfehle, oder nicht. Denn ich bin der Exo und RNG ist ja quasi mein Freund. Not. So, Inventory. Nein, auf dem letzten Feld. Oh, heißt es, ich starte jetzt schon geschwächt rein? Nein, der Bullshit ist real. Oh nein, es ist okay, auf Eventfeldern kann das nicht passieren. Hey. Gut. So der Damage-Typ. Macht ja auch Spaß, dicke Nummern. Jedenfalls, das hier sind halt Banditen des Banditenanführers. Und wir sagen so, hey, ihr sollt nach magischen Kristallen buddeln. Der Boss hat gesagt. Und die sagen, hier gibt's keine magischen Kristalle. Und dann sind wir hier und sagen, hey Banditen, lasst die Miner in Ruhe. Damn the guard onto us. You go, go and warn the chief. I will handle these ones, but there's probably more of them somewhere in that cave. That's how they usually do things. Und halt, Dialog zu lesen lohnt sich hier schon beim Spiel ziemlich oft. Dann hast du halt sowas hier. No guards, you stand no chance against me, cause I'm actually four blokes. Und das ist nicht nur als Scherz gemeint, sondern ja, er ist einfach vier. Das ist auch quasi eine In-Universe-Erklärung, warum es jetzt halt ein Sprite ist, aber vier Leute. Wie man sieht, ist der Damage ziemlich heftig in diesem Kampf. Wenn man halt nur mit diesem Standard-Equipment reingeht. Und damit man das hier auf Level 3 schaffen kann, entweder man hätte theoretisch das Geld und holt sich halt anderes Equipment, noch zusätzliches Equipment. Holt sich ein, zwei Mal Level oder halt man macht Power Attack und hofft, dass man halt direkt einen der Leute hier rausnimmt und weil dann übersteht man auch den nächsten Schaden. Hat nicht gereicht, zu langsam gerollt. Zu niedrig gerollt. Trotzdem muss er sich heilen. Sofern ich nicht gekrittet werde, überlebe ich das. Und dann heißt das hochheilen und weitermachen. Aber ja, ist alles ein bisschen knapper, wenn man das hier quasi auf Level 3 schaffen möchte. Kommt auch darauf an, wie viel Damage sie machen und ob ich halt die Reaktion hier verkacke oder nicht. Man muss halt dazu natürlich bedenken, dass halt das Spiel niemals hier für diese Balance angedacht war. Du startest hier halt, du hast Baseline drei Partymitglieder über das gesamte Spiel und kriegst halt später noch zwei Partymitglieder, wo du halt dich entscheiden kannst, welchen du halt mitnimmst oder ob du keinen von beiden mitnimmst. Und das ist hier halt, wie gesagt, halt anders. Und wenn du halt vorher halt Geld farmen würdest für Items und so. Oh, bitte roll nicht so hoch. Fuck. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ah ja, genau, dann wirst du halt mehr Level kriegen und halt es garantiert da schaffen. Aber deswegen haben wir die Option mit, hey, ich möchte mich selber auf Level 3 halten, weil man kann es halt schaffen. In dem Fall setzt das halt einfach nur ein bisschen RNG voraus. Einerseits, dass ich halt treffe, weil normale Angriffe können irgendwie zu, keine Ahnung, 5% verfehlen oder so. Was sich manchmal mehr anfühlt, als es sein soll. Power Attack hat zwar einen deutlich stärkeren Multiplikator, aber hat nur 70% Genauigkeit. Ja, der ist hinüber. Die machen nämlich wenig Schaden. Und die können critten. Und halt die Schadensvarianz, das spielt da halt natürlich mit rein. Ne? Deswegen. Ja, wie gesagt, es geht halt schnell genug. Von daher. Wir müssen jetzt halt hier nur warten, bis der Charakter auch wirklich halt die Map komplett verlassen hat. Deswegen konnte ich nicht instant nach vorne springen. Oh, 18, warum? Was man aber machen kann, ist halt mit normalen Angriffen halt angreifen. Halt Power Attack hat halt die Chance zu One-Shotten, auch schon auf Level 3, aber das ist halt sehr gering. Ansonsten geht man für normale Angriffe und hofft halt, dass man damit einen Two-Shot landet, theoretisch. Nice. Danke. Natürlich. Der Misschance für normale Angriffe ebenfalls irgendwie 5% oder so. Und Crit-Chance von deren Waffen ist, glaube ich, 4%. Also ja. Musste ja passieren. Es gibt ja auch kein System, das halt irgendwie quasi sagt, okay, du wurdest 100 Mal getroffen, hast einen Miss und durch den Miss ist jetzt eine höhere Crit-Rate oder irgendwie sowas. Sondern es ist einfach nur wirklich die blanken Zahlen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. So, ich könnte nochmal einen Angriff versuchen, hoffen, dass ich ihn gekillt kriege. Ist halt eine Roll,
ob ich ihn totkriege oder nicht. Power Attack würde ihn auf jeden Fall killen, wenn es trifft. Und deswegen gehe ich für Power Attack und hoffe, dass es klappt. Ich habe ihn nämlich jetzt schon über die Hälfte verloren, deswegen ist das alles sehr kitzelig. Nice. Gut, und sofern ich jetzt nicht double critted werde oder halt die alle high rollen, sollte ich durchkommen. So, und damit haben wir jetzt eigentlich schon eine ziemlich gute Position, um das hier zu schaffen. Außer, wie gesagt, ich habe extrem Pech. Das heißt, ich kann jetzt halt auch die sichere Variante nehmen und halt quasi nur mit normalen Angriffen halt arbeiten. Theoretisch. Solo-Runs, also wie gesagt, wenn man halt alles an Items benutzen würde und halt auch Leveln als Option mit reinnehmen würde, dann wäre wahrscheinlich Potion Abuse, natürlich, danke, weniger nötig, sage ich mal. Aber halt, wenn man das so alles kombiniert, dann ist halt, dann hast du halt nicht die Option, außer halt Potion zu nutzen, weil der Schaden der Gegner ist halt zu hoch. Und es gibt 3 Charaktere, die sich selber heilen können. Ne, 4 Charaktere gibt es, die halt heilen können. Die können halt dann auf Tränke mit verzichten. Oder müssen sie halt nicht immer benutzen. Aber ja. Goddammit. Immerhin sind die Animationen flott. Ich kann auch die Animation theoretisch schneller einstellen, indem ich halt Effekte und sowas ausstelle. Das könnte für später relevant werden. Oh. Ah ja. Ich hatte das Spiel übrigens, sehr viel gespielt. Ich habe das sogar gespielt, als es das erste Mal rauskam. Zu einem Zeitpunkt, ich meine 2007, da war ich 13 Jahre alt. Und mein Englisch war da noch nicht so pralle, kann ich dir sagen. Hatte auch die Story komplett falsch verstanden. Oh, das ist vollkommen okay. Du hast ja auch heute einen anstrengenden Tag. Dann sage ich vielen Dank fürs dabei sein, beziehungsweise für den Host? Raid? Eins von beiden war es auf jeden Fall. Wünsche dir eine angenehme Nacht und würde sagen, man hört und stört sich ein andermal. Spätestens wieder zum nächsten Sonntag, weil da wieder ein Multiworld-Stream kommt. Ja klar, du musst ja auch morgen arbeiten. Von daher ist das ebenfalls okay. Dann wünsche ich euch beiden eine sehr gute Nacht und angenehme Träume. Dann mache ich dir vermutlich noch die Gemmines fertig und lass dann für heute sein. Mal gucken. Wird auch langsam spät. Ich muss auch früher raus. Und ich hab Hunger. Potions fangen sie uns an, ich glaube ab 33%, eventuell auch irgendwie weniger HP. Aber ja. Okay, sind wir risky! Nice. Was man immer machen sollte, ist halt, sich nach so einem Kampf heilen, weil man wird da nicht geheilt. Ich glaube nur in den seltensten Momenten, wenn überhaupt. Upsala. Bis zum nächsten Mal, Vivi. Man sollte auch bedenken, dass das hier jetzt quasi nur der Miniboss war und der war halt schon ein bisschen kitziger. Ich kann Spoiler vorwegnehmen, dass ich auf jeden Fall ein paar Level für den Boss brauchen werde. Ich muss auch sagen, dass die Balance-Kurve, was halt Herausforderungen angeht, ist schon stellenweise sehr unterhaltsam. Ist wahrscheinlich das bessere Wort dafür. Es ist halt schon stellenweise sehr ulkig, wie halt die Schwierigkeitsgrad in beide Richtungen halt ausschlagen kann. Ich persönlich würde nämlich sagen, dass das erste Gebiet hier, was wir gerade spielen, deutlich schwerer ist als das zweite. Also nicht nur beim Solo-Run, sondern ich auch sagen beim regulären Spielen. Jetzt nicht nur alles auf Solo-Run-Basis betrachtet, sondern auch generell. Aber das wird man später noch eher erkennen. So, hier kommt jetzt einer der wichtigsten Stellen des Spiels für 100%. Ist weiterhin so, das ist so eine der wenigen Entscheidungen im Spiel, die ich in keinster Weise unterstützen kann, weil... Also, man wird sehen, warum. Aber ich kann das nicht wirklich unterstützen, nein. Ups. Nämlich hier. Und zwar ist das halt hier, das ist halt einer der Banditen und der halt überlegt gerade, oh, soll ich dem Boss Bescheid sagen, er wird dann wieder ausrasten, halt, dass wir halt eingedrungen sind.
Und wir halt finden jetzt so und jetzt halt die Sache, oh nein, ihr wollt mich umbringen. Und wir können halt umbringen, sogar die erste Option, die angewählt ist. Halt gerade, wenn man bedenkt, halt, was für eine Party wir spielen, ist das halt sehr gegenteilig zu der Einstellung unserer Partymitglieder. Aber was noch viel schlimmer ist, dass man auf jeden Fall mit Nein antworten sollte. Also halt, dass wir ihn halt am Leben lassen werden. Er sagt jetzt halt quasi halt, yo, ich werde aufhören, ein Bandit zu sein, eventuell werde ich irgendwas anderes tun. Und wir sagen, hey, ja, dann mach das jetzt mal und hau ab! Und dann haut er ab. Das ist so ziemlich der relevanteste Schritt für 100% in dem Spiel. Und es ist halt echt heftig, weil das hier zum Anfang von Kapitel 2 passiert und du kannst dir damit nicht nur halt quasi die theoretischen 100% von Kapitel 2 verbauen, sondern ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du dir damit unter anderem, nicht nur damit, aber auch unter anderem die 100% für Kapitel 3 verbauen kannst. Und Kapitel 3 ist ein bedeutsam größeres Spiel als Kapitel 2 und Kapitel 2 selbst ist schon nicht klein. Von daher, das halt einige Entscheidungen, die ich absolut nicht halt unterstützen kann, weil natürlich ganz einfach war ich so, hey, ich habe ihn gemeuchelt, dachte, ich kriege dafür was Besonderes, Spoiler, man kriegt nichts Besonderes, irgendwie als Ausgleich, sondern die Moral soll sein, hey, nicht grundlos ihn umbringen, auch wenn das Spiel dich schon sehr in die Richtung halt schiebt, nach dem Motto, hey, hier, na los, schon direkt hier auf, ja, bring ihn um. Das ist halt schon sehr affig, möchte ich sagen. So, jedenfalls kommt hier der Boss. Wir können ja mal reinlaufen und schauen, wie es wird. Spoiler, es wird furchtbar. Das ist jedenfalls der Banditenboss. Der gute Knabe hier, der lieber allein gelassen werden möchte, um halt sich aufzuregen, dass er diese magischen Kristalle nicht findet. Und da kommt der andere Squad, der halt durch die Minen gegangen ist. Wie man sieht, sehr schlagfreudig. Das heißt, wir sind regulär in diesem Kampf zu viert. Und das ist halt der Banditenboss Murians. Nicht gerade schlechte Werte, aber recht flott. Und das Schwere am Kampf, man sieht es oben an der Turn-Order-Leiste, ist, dass er Haste oder halt Hast bewirkt. Und das gibt ihn halt quasi zwei Runden, außer wir hätten einen extrem hohen Speed-Wert. Ich glaube, das würde es ausgleichen, aber ja, Hast ist sehr, sehr heftig. Und das ist somit so der Hauptgrund, warum er so schwer ist, weil er zweimal angreifen kann. Und deswegen, er ist schon schwer, wenn man mit einer Gruppe von 4 gegen ihn kämpft. Und hier ist man alleine. Das war gar nicht mehr so gut. Jedenfalls kann er Sleep bewirken, deswegen ist das Item aus Kapitel 1 von Relevanz. Und er kann zaubern. Und ihr seht den Damage. Der Damage ist aber gegen Dolgen noch höher, weil ich gerade halt keine magische Verteidigung habe. Viel schlimmer ist aber, dass es halt elementare Stärkenresistenzen gibt. Er ist halt vom Luftelement, das heißt, Erde ist ihm halt oder standardmäßig egal. Bei den meisten R-Gegnern hier ist halt eine Ausnahme, weil er ein Mensch ist. Aber ihr seht halt mit unterschiedlichen Schwächen und Resistenzen. Dadurch, dass er halt vom Luftelement ist, hätte er normalerweise eine Feuerschwäche und würde halt Luft resistieren. Dadurch, dass er aber das Feuerpendant trägt, hat er eine Feuerresistenz, eine Wasserschwäche. Und Dolgen ist vom Element Erde. Und Erde hat Baseline 20% Bonusschwäche gegen Luft. Das heißt, er nimmt von diesem Boss noch 20% mehr Schaden. Was schon heftig ist, weil sein Schaden ist nicht gering. Und ich kann jetzt sagen, hier auf Level 3 durchzukommen, unmöglich. Außer du würdest so ein gutes RNG kriegen, dass er halt die ganze Zeit nur Sleeping Gas bewirken würde. Und das war noch nicht mal alles vom Kampf. Deswegen ist halt hier ganz klar, die Strategie ist auf alle Fälle halt Leveln und Skills. Dafür unter anderem halt auch zum Beispiel halt diese Items könnte man benutzen, wenn man Offensive möchte, aber vor allem halt um den Skill Damage minus 10% zu lernen. Könnte man natürlich sagen, oh, das ist voll geschummelt, weil du das Geld erfarmt hast. Man kann hier das Leather Armor kriegen von den Banditen und das lehrt dich halt auch den Skill. Und wir lernen das jetzt halt natürlich halt hier ganz Vanilla, natürlich. Aber ansonsten ist halt meine Strategie eine andere. Also auf jeden Fall ein paar mehr Level, das kann ich halt jetzt schon sagen. So, dann lösen wir mal kurz einen Kampf aus. Halt, Abwehrskills jetzt darüber, dass du halt angegriffen wird. Macht sich natürlich bei einem Single Run besser, weil dann du das einzige Ziel auf der Map bist. So.
Man kann sich noch ein Verteidigungs-Item in der Stadt kaufen. Dafür hätte man auch mehr als genug Geld, weil es einfach nur ein Helm ist. Halt Lederhelm ist das. Dafür kriegt man das Geld auf jeden Fall zusammen. Einfach nur, wenn man anderen Kram verkaufen würde. Halt, das ist der hier. Halt, Schilde kann Deugen nicht tragen. Statt jetzt aber halt zurückzulaufen, weil ich halt den Helm vergessen habe, könnte man den Helm einfach nachkaufen. Man kann es auch ohne Helm machen, das braucht aber ein bisschen mehr RNG. Und ich werde es auch ohne Helm machen. Aber halt nur, dass man das theoretisch tun kann. Man könnte sich auch in der Stadt eine bessere Rüstung für den Körper kaufen, weil die hier gibt nur 2 Defensive. Man kann sich eine kaufen, die 3 gibt. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ja, ansonsten ist halt der Plan, dass du halt mit 2 von diesen Amuletten reingehst. Weil der magische Schaden muss auf jeden Fall reduziert werden. Das sorgt halt dafür, dass du halt physisch leider ein bisschen mehr Schaden kassiert, aber du hast halt als Alternative halt, oder beziehungsweise du hast halt noch die beiden Skills hier, die Schaden um 30% reduzieren. Das wird zwar immer noch wehtun, aber es ist besser, wenn der physische Schaden von ihm etwas mehr ansteigt, statt dass der Magieschaden so hoch bleibt, weil 2 von diesen Blitzen, wenn du es überhaupt nicht resistierst, auf Level 3, man hat den Schaden gesehen, das zeckt. Das zeckt ordentlich. Ich meine, für ein Training werde ich jetzt halt ein anderes Setup machen. Da werde ich mir kurz das hier nehmen, dass ich halt die Gegner kurz umklatschen kann. Die sind halt nicht schwer. Von daher. Und ja. Ich würde sagen, Minimum Level, was man auf jeden Fall braucht, um mit so sicher zu sein, sage ich mal, ist halt Level 6. Sowas wie Level 8 ist so halt die das Level, wo ich sage, das kann man auf jeden Fall halt schaffen. Ich sterbe schon mal den Gegner, ich sehe schon. 70% möchte ich mal hier so, by the way, anmerken. Guck mal, ich habe normale Angriffe. Wenn ich halt sterbe, ist halt blöd, aber dann sieht man halt wieder RNG in Action. Ey. Und halt Level 4 und wir sind gleich Level 5. XP-System funktioniert hier so, dass du halt pro verursachten Schaden oder halt pro verursachten irgendwas halt Erfahrungspunkte kriegst. Das gilt halt sowohl für halt normale Angriffe und halt Skills. Bei Skills aber halt auch nur, die halt irgendeinen Effekt auslösen. Also halt Heilung und ähnliches. Ich glaube, Status-Buffs zählen nicht dazu. Könnte auch sein, dass sich das Essen dazu zählen. Ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall Heilung und Schaden. Und die Erfahrung, die du kriegst, ist einerseits davon abhängig, ob es ein normaler Angriff oder ein Skill ist. Weil Skills geben einen Bonus, wenn du halt damit was triffst. Und die Gesamterfahrung, die du dann kriegst, ist davon abhängig, ob es A, ein regulärer Treffer ist oder den Gegner killt. Bei einem Kill gibt es nochmal Bonuserfahrung. Und die Zahl als solches ist abhängig von deinem Level versus dem Level deines Zieles, das du halt damit angreifst. Umso niedriger du bist und umso höher das Level des Gegners ist oder deines Zieles, desto mehr an einem Bonus kriegst du noch zusätzlich. Außerdem ist halt von Gegnertypen selber abhängig. Die haben nämlich auch einen eigenen XP-Wert. Also halt solche Fledermäuse hier, wenn jetzt eine Fledermaus mich auf Level 8 verprügeln würde und ich würde sie umklatschen, gibt diese weniger als halt der Boss hier, Murens zum Beispiel. Aber ja. Und für sowas habe ich mir halt auch wieder halt die Taste eingebaut, dass ich halt Gegner beschwören kann. Einfach damit das halt nicht zu lange dauert. Puh. Magst du das Kräften? Das sind 70%. Danke. Hat Level 6 kann reichen. Bestenfalls geht man auf Level 8. Für meine Zwecke reicht Level 6 auf alle Fälle. Übrigens gleich von den Gegnern hier umgeht übrigens die Verteidigung des Ziels. Falls man sich das fragt, warum man halt damit so viel mehr Schaden macht. So, Level 6. Meine HP-Zahl ist jetzt gerade grün. Ich glaube, das ist einfach nur ein grafischer Bug, der danach verschwinden müsste. So, Level 6 wieder sollte reichen. Wenn man übrigens beide Skills anmacht, dann hat man quasi Basis-XP-Berechnung. Ich glaube, es wird um die Hälfte reduziert, irgendwie sowas. Das rechnet sich ganz komisch. Aber wie man sieht, Level 8 sorgt auch dafür, dass du halt noch Accuracy zusätzlich halt hier mitnehmen kannst. Also abgesehen von etwas besseren Stats und mehr HP sorgt einfach dafür, dass du halt sicher mit Power Slash landen kannst, weil 50% Accuracy sorgt dafür, dass das hier halt 120 Genauigkeit hat. Was halt sehr praktisch ist. Es geht halt auch mit Level 6. Wenn das jetzt halt RNG-technisch zu schlimm läuft, dann werde ich wahrscheinlich entweder halt mir die Ausrüstung holen, dass man sagt, okay, ich habe gefarmt, weil das würde normalerweise viel länger dauern.
Oder halt nochmal 2 Level farmen, je nachdem, wie man halt das handhaben möchte. Es kann aber wieder mit Level 6 funktionieren. Ja. Auch wenn 200 HP ein bisschen knapp sind, aber ja, es geht mit Level 6. Es hat auch ein bisschen RNG auf dem niedrigen Level. Nicht nur halt, welche Aktionen er benutzt, das ist so mit der Großteil, sondern auch, wenn er seine Blitzattacke ansetzt, welchen der Skills er benutzt und eine andere Sache. So, der Plan ist halt, entweder man geht für normale Angriffe, halt slow but steady, oder man geht halt für Power Attack. Und ich versuche dann wahrscheinlich erst normale Angriffe. Die können auch mit etwas Glück halt auch critten. Aber ihr seht, der Schaden, der ist ziemlich niedrig. Und er macht mit den Angriffen auch den Schaden. Aber hier, der normale Angriff hat jetzt halt 44 gemacht, kann in die 50 rankommen. Der Bolt hat jetzt 66 gemacht. 2 Bolts stecke ich auf jeden Fall mit dem Level hier weg und normale Angriffe sowieso. Normale Angriffe kann er nämlich nicht critten. Und der Boss ist auch eine ganz gute Einführung in eine Boss-Strategie, die manche Charaktere halt benutzen muss mit diesem Challenge-Run. Dazu können wir uns nämlich das hier anschauen. Wir sehen ja seine ganzen Stats, seine HP und, was wichtig ist, seine MP. Denn die meisten magischen Skills, eigentlich größtenteils nur magische Skills, aber physische, kosten nie MP, kosten halt Magiepunkte. Und man hat halt ein Magiepunkte-Limit. Spätere Gegner werden viel zu viel MP haben. Das ist auch noch relevant, aber er hat 99 MP und einmal Lightning Bolt benutzen hat ihm 12 gekostet. Was also eine Strategie in diesem Spiel werden oder halt gerne mal ist, gerade in Solo-Runs, ist halt Magie-Stalling, weil gerade in Kapitel 2 sind Bosse oder viele Bosse aufgrund ihrer Skills so gefährlich. Wenn man eine gute Runde hat mit Sleeping Geist, dann kann man auch ein bisschen Schaden dazwischen machen, dass es alles schneller geht. Das war sehr unglücklich gerollt und deswegen sind halt auch Better Potions von Relevanz. Es ist auch möglich mit Charakteren, dass man das nur mit Potions schafft. Das sorgt aber halt dafür im Endeffekt, dass du einfach noch mehr RNG brauchst. Weil es halt nur 100 halt statt 200, natürlich. Aber ja. Halt so dieses mit Level runterhalten können, ist auch mehr so eine Proof-of-Concept-Sache. Er hat 2-mal angegriffen. Mal schauen, Angriffe kosten übrigens keine Magie. Und man sieht halt den Schaden, wenn man halt die andere Ausrüstung hätte, dann wären normale Angriffe nicht so schlimm. Und das ist sein AOE-Spell, Thunderstorm. Und der macht dezent dick Damage, was daran liegt, dass er halt eine deutlich höhere Base-Power hat. In dem Spiel funktioniert das so, du hast Single-Skills, die halt ihren Schadenswert haben, und du hast AOE-Skills, die ihren Schadenswert haben. Und es gibt bei den meisten Single-Skills die Option, dass du diese entweder auf ein oder auf alle castest. Es gibt aber halt auch ein paar Skills, die fest Single oder fest AOE sind. Und die Skills, die festen, machen halt immer ihren Damage. Aber Single-Skills, die auf mehrere gecastet werden, die kriegen dann halt eine Power-Reduzierung. Halt, je nachdem, wie viele Ziele man damit angreift. Und, oh, ich sollte mich auf jeden Fall heilen, statt jetzt angreifen. Und Thunderstorm ist halt leider ein AOE und deswegen macht das so dicken Damage. Wenn man Pech hat, macht er das 2-mal und dann bist du auch selbst auf dem Level hier mit der Ausrüstung tot. Andere Charaktere könnten das überstehen, Deugen kann es nicht. Es kann auch ein recht interessanter Glitch passieren, dass der Gegner auf genauso viel MP landet, dass er einen Skill casten könnte, den Rest aber nicht. Er wird trotzdem versuchen, halt auf andere Skills zu gehen, die zu viel MP brauchen. Wie viel MP hat er noch? 24. Halt Thunderstorm ist der, der am meisten kostet. Oder Sleeping Gas, einer von beiden. Oh, das war sehr guter Damage für mich. Nice, da hatte ich jetzt Schwein. Das heißt, wenn er halt genug hat für Thunderstorm, dann kann er immer noch versuchen, andere Skills zu kaufen. Beziehungsweise, wenn er halt noch genug hat für einen Skill, der weniger kostet, da kann er trotzdem versuchen, für einen Skill zu gehen, der mehr kostet, solange er die MP dafür hat. Und wenn man halt Glück hat, genau, kann sowas halt hier passieren mit Thunderstorm, not enough MP. Wenn er halt natürlich einen Schwächeren macht und sich selber auf 0 MP bringt, dann wird er jetzt aufhören, Magie zu nutzen, weil er für gar nichts genug MP hat. Es ist mir bei einem Run passiert, dass er sich halt MP-technisch so untergebracht hat, dass er halt immer versucht hat, Thunderstorm oder Sleeping Gas zu casten und es hat nicht geklappt. Und das gibt natürlich halt einem einen sehr wehrlosen Gegner, den man einfach dann nur halt runterprügeln muss.
Aber damit ist der Boss halt so ziemlich entschärft. Theoretisch kann es auch auf niedrigerem Level funktionieren, wenn man halt Glück mit dem RNG hat. Auch wenn ein bisschen Level auf jeden Fall nötig ist oder Ausrüstung, weil normale Angriffe tun weh. Aber der Kampf ist jetzt einfach nur ein, halt, ich muss ihn runterprügeln. Und das dauert halt ziemlich lange. Wenn du halt natürlich Power Strike hättest, mit der Accuracy, dann könnte es besser werden. Oder wenn du halt wieder mehr physische Verteidigung hättest. Das ist halt die Sache, für die man sich ja entscheiden muss. Geht man halt für Magie, um das halt safer zu machen, oder nimmt man physische Ausrüstung, dass man, sobald man halt seine MP abgesogen hat, man halt mehr Chancen hat, ihn anzugreifen. Das ist halt auch eine Sache, die man sich überlegen muss. Also wie gesagt, man levelt viel mehr und holt sich dann auch die Ausrüstung zum Beispiel. Dann fällt das ja alles sowieso weg. Und das müssen wir jetzt halt noch machen. Das wird eine Weile dauern, deswegen meine ich halt auch, dass wir wahrscheinlich nach der Mini hier Feierabend machen, weil das wird jetzt halt Zeit kosten. Aber so kann man den Boss halt hier schlagen. Es gab auch noch ein paar andere Strats für andere Charaktere. Aber ja. Ja, man kann für Power Strike gehen. Jetzt aber halt ist das halt noch ein bisschen risky, weil wenn man halt den Schaden halt verfehlt, dann ist er halt quasi Schaden, der einem halt die ganze Zeit fehlt, statt wenn man normale Angriffe hätte. Das revidiert sich zwar später aufgrund halt von Stat Scaling, wo Power Strike eigentlich so die beste Option ist. Aber jetzt gerade zum Anfang ist es halt. Es ist besserer Schaden, aber nicht so viel besserer Schaden. So dass man es riskieren soll, dass halt hier alles noch länger dauert. Es kann natürlich schneller gehen, wenn man so einfach die ganze Zeit Power Strike nimmt. Aber dafür haben wir halt auch dann später diesen Accuracy Skill. Damit wir halt quasi halt das nur simulieren kann, hey, wenn man die ganze Zeit trifft. Oder halt in solchen Fällen, hey, der Boss ist eigentlich geschlagen und es geht einfach schneller. Deswegen. Ja, und das ist halt eine Sache, weswegen halt Early Rushen halt einfach keine Option ist, weil er halt ab 30% oder so halt seinen Mugwort Juice benutzt und der heilt ihn, wie man halt gesehen hat, um 500 Punkte. Es kann funktionieren, ihn halt zu rushen, beziehungsweise halt eine Strategie für manche Charaktere ist halt, dass man ihn halt schwächt und dann mit dem letzten Hit genug Schaden macht, dass er halt stirbt, bevor er den halt den Trank benutzen kann. Aber mit Deugen halt geht das auf keinen Fall. Außer man würde massiv leveln, Ausrüstung kaufen, etc. pp. Ja, ich kann auch nicht so viel mehr für den Kampf als solchen, doch, ich kann noch ein bisschen was zu dem Kampf erzählen. Sleeping Geist ist eine sehr nervige Sache. Also Schlaf ist halt generell sehr gefährlich. Du hast eine generelle Chance, bei Schadenseffekten halt rauszukommen, sofern du eine Resistenz gegenüber diesen hast. Ergo, wenn du 0 hast, da kann ein Statuseffekt niemals von selber weggehen. Moment, ich muss kurz sehr husten. Da gehe ich mal ein bisschen wieder weg. Da hatte ich was im Hals. Das heißt, die meisten Charaktere, die einfach standardmäßig keine Resistenz gegen Statuseffekte haben, sind halt dann gebumst. deswegen ist halt dieses Pendant so wichtig. Das kriegt man im ersten Kapitel, wenn man dort die Sidequest macht. In dem Kapitel 1 ist wirklich kurz. Es hat eine Sidequest. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig halt für diesen Kampf hier, dass man halt auch seinen Charakteren halt Insomnia beibringen kann. Weil Schlaf funktioniert so, dass du halt natürlich dann halt aktionsunfähig bist. Und entweder du kommst halt selber aus dem Schlaf raus, was halt wie gesagt ohne Resistenz nicht funktioniert. Oder aber du wirst von einem physischen Angriff getroffen. Wenn du von einem magischen Angriff getroffen wirst, dann kann dieser dich niemals aufwecken. Nie. Du kannst davon 100 Mal getroffen werden, du wirst immer weiter schlafen. Wenn dich ein physischer Angriff trifft, dann hast du irgendwie eine, ich glaube, 50% Wahrscheinlichkeit, könnte auch eine andere Zahl sein, dass du halt nach dem Treffer halt aufwachst. Kann sich also lohnen, mit seinen Partymitgliedern sein eigenes Teammitglied anzugreifen, wenn man keine andere Option hat. Und ja, das ist auch möglich. Das kann auch ein bisschen ausnutzen für quasi XP-Farm. aber jetzt hier natürlich im Solo-Run ist das natürlich halt von keiner Relevanz. Ja, deswegen ist halt Schlaf super gefährlich, weil er hat, gute Nacht, Jogel. Und, okay, bis morgen. Mal schauen. Ich denke nicht, dass ich morgen streamen werde. Oder eventuell doch, mal gucken. Danke fürs Dabeisein. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ja, genau, weil er kann halt normal schießen und das ist sein einziger physischer Angriff. Ansonsten hat er nur Sleeping Gas. Oh, nicer Crit. Und halt seine beiden magischen Spells, die halt dich niemals aufwecken werden. Was er ansonsten noch machen kann, was ebenfalls hier den RNG des Kampfes schlimmer macht, bzw. halt einfach das Ganze hier erschwert, ist, dass seine Elektro-Skills haben eine Chance, dich zu paralysieren. Und das funktioniert nicht so ganz wie ein Pokémon, es reduziert nicht deine Agilität, was ganz freundlich ist. Es hat aber halt eine 50% Chance, halt dafür zu sorgen, dass du halt dich nicht bewegen kannst. Ich habe mal ein Video zu Thema RNG hochgeladen, da war Paralyse das Thema des Tages, falls man das mal in absoluter Absurdität sehen möchte. Aber ja, kann natürlich dafür sorgen, dass du halt ebenfalls dann weggefistet wirst, weil das kann nur verschwinden, indem du es halt kurierst oder halt selber dich heilst, wenn du Resistenz dagegen hast. Und Spoiler, du hast hier von Chapter 2 aus nichts, was dir halt gegen Paralyse hilft, was Resistenz angeht. Dafür gibt es halt die Motion Potions, die dich davon heilen. Aber halt, wenn du rankommst, ist halt eine 50-50 Chance, ob du agieren kannst. Und je nachdem, in welcher Phase des Kampfes du dich befindest, musst du halt auf RNG hoffen, wenn du halt dann die Paralyse entfernst, weil du wirst zwei Angriffe abkriegen im schlimmsten Fall. ja, das macht halt den Kampf, das alles macht halt den Kampf extrem schwer. Nicht nur im der Solo-Challenge, sondern auch im regulären Spiel. Das heißt nicht, dass das hier die schwerste Stelle des Spiels ist, also je nach Standpunkt, so wie ich das hier spielen werde, nicht. Man könnte aber trotzdem argumentieren, dass das hier die schwerste Stelle des Spiels ist, aufgrund von ein paar Faktoren. Wir könnten jetzt natürlich ultra bossy sein, das einfach riskieren. okay, you know what? Balls to the wall. Wenn ich es halt nicht schaffe, dann kann ich das kurz quasi schneller erschießen, als wir normal hier durchsitzen müssen. Aber riskieren wir es! Yes! okay. Manchmal muss man auch das Schicksal ein bisschen herausfordern. Gut. Ey, da haben wir den Boss besiegt. Und da sind auch die beiden, die Miner gerettet haben. Die Minenarbeiter. Die Story werde ich halt nicht jetzt in der Gesamtheit rekapitulieren. Halt nur für Leute, die halt live dabei sind. Weil der Rest, eigentlich auch die Person, aber halt generell kann man sich halt meinen ersten Solo-Run-Stream angucken. Der war noch ein bisschen sehr scuffed, weil ich halt da noch nicht mit dem Modding fertig war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade erst angefangen, ActionScript zu lernen. Und deswegen. Aber da lese ich halt den ganzen Dialog vor, macht halt meine Scherze, meine Späße. Das ist jetzt einfach nur dieses, nicht der Proof of Concept, aber halt, hey, ich will die Challenge Runs machen. Und da geht's halt primär ums Gameplay, nicht um die Story. Falls man also halt das alles sehr lustig haben möchte, kann man sich da den anderen Stream angucken. Es ist ja auch quasi ein Solo-Run, auch wenn ich den irgendwann nochmal machen werde. Weil da war auch das Regelset noch nicht ausgearbeitet. Und die Modifikationen selber waren ja auch nicht komplett fertig. Aber ja. So, was ich jetzt erstmal tun werde. Nach solchen Sequenzen hat man die Option, halt stattdessen rauszugehen. Würde ich nie machen, weil wenn du dich in so einer, jetzt halt in so einer Instanz befindest, mit diesem, halt der Abend ist ruhig, du sollst jetzt schlafen gehen, kannst du Speicherkristalle nur zum Heilen und Speichern benutzen. Und wieso das blöd ist, zeige ich jetzt gleich hier. So. Bevor wir Feierabend hier machen, wir haben ja noch, also generell haben wir Zeit, aber ich möchte noch was tun. Ah ne, geht halt, geht noch nicht, wir müssen noch die nächste Sequenz auslösen. Gut. So, das sind auch Sachen, die ich natürlich entfernen könnte, aber ActionScript ist einfach ziemlich bitchy. Ich weiß nicht, ob, also ich habe ein bisschen mit Unity gearbeitet, aber halt nur wirklich zu wenig, um das direkt vergleichen zu können. Aber wenn halt Leute irgendwie RPG Maker oder Game Maker gewohnt sind, das ist alles deutlich angenehmer. ActionScript ist wirklich sehr, sehr hart, sehr oldschool. Und stellenweise einfach so, du änderst einfach nur ein bisschen Text, nicht mal so irgendwelche Programmcodes, sondern einfach nur, hey, zeige diesen Text an, statt den alten Text, und auf einmal stürzen dir gesamte Maps ins Verderben. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also das ist halt eine Sache, die ich nicht fixen konnte, dass die Charaktere hier nach wechseln. Die verschwinden nach der Sequenz. Die sagen jetzt halt, wenn sie anquatsche, Error! Aber ja, aber halt, es funktioniert, es lässt mich weiterspielen und das schadet halt auch nicht der Spielerfahrung. Von daher
So, was wir jetzt erstmal tun werden, ist kurz ein Partymitglied zuholen. Wie kann man nur der Challenge Run? Hast nicht gesehen? Ja, das hat einfach nur einen primären Grund. Und zwar halt gab es 3 Höhleneingänge. Und wenn man noch so jung war wie ich, hat man das eventuell ignoriert. Wenn man aber dann ein bisschen älter wurde oder einfach schon damals mehr aufgepasst hat, ist dann so, kann ich da reingehen? Es gab übrigens Glitches, die man nutzen konnte, um quasi Dialog zu storen, dass man halt dann solche Cutscenes oder solche Trigger-Nachrichten ignorieren konnte. Ich konnte diesen Glitch sogar mit einer älteren Version rekreieren, dass halt quasi konstant aktiv, also nicht konstant aktiv ist, aber man kann ihn halt auslösen. Und dadurch hätte ich halt hier diese Felder skippen können. Normalerweise sagt ja das Spiel während der Mission, hey, wir müssen uns um den Banditen-Chef kümmern. Das heißt, man könnte sich damit halt schon einen Vorteil ergaunern. Aber das ging auch in der Originalversion des Spiels, von daher. So, das hier ist von Relevanz das Item, das Pickaxe-Necklace. nicht nur, weil es uns halt einen Death und einen Stärker gibt, ohne halt, dass wir dafür Geld ausgeben müssen, gibt es uns auch Damage Soak plus 10 und das ist ein ziemlich guter Skill. Ja, inzwischen hätten wir eigentlich wahrscheinlich genug Geld, um uns die Handschuhe zu kaufen. Man kann halt andere Sachen hier verscheuern und kann auf jeden Fall auf 1000 Geld, aber ich benutze sie jetzt mal noch nicht, einfach nur, um es noch ein bisschen mehr zu simulieren. Quasi. So. Ja, ist hier unten noch die einzige. Dann gibt es noch so ein paar andere Schätze. Wir hat halt, manches davon ist halt relativ egal, sag ich mal. Andere Sachen sind auf jeden Fall deutlich interessanter, die möchte ich mitnehmen, gerade in diesem Solo-Run. Damage Soak 10 funktioniert so, dass es halt vom Schadenswert her 10 Punkte halt abzieht. Und zwar nach Einberechnungen. Also du hast halt, ich glaube zumindest nach Einberechnungen. Also ergo halt, erstmal ist halt der Schaden des Gegners meiner Verteidigung, dann noch minus 30%, plus minus. Und dann wird davon nochmal 10 abgezogen. Ich glaube, so rum funktioniert es. Und das ist halt zwar in späteren Kapiteln nicht mehr ganz so praktisch. Auch später in dem Spiel hier ist das weniger bombastisch. Aber gerade zu Anfang ist das ziemlich heftig, sage ich mal. Wie man sieht hier, diese Gegner hier machen jetzt zum Beispiel einfach 0 Schaden. Was auf jeden Fall sehr willkommen ist, sage ich mal. Ein auf jeden Fall sehr, sehr praktischer Skill. Gerade wenn man halt einen Low-Level-Run macht. Es gab noch so ein paar Modifikationen, an denen ich halt interessiert war, die umzusetzen. Darüber rede ich gleich. Hier ist auch der reguläre Vanilla Leatherhelm, wo man ebenfalls kein Geld für ausgeben muss. Und das Tektonik-Schwert, das könnte man sich auch schon vor in der Stadt kaufen. Und es bringt hier Earthslash bei. Das bringt halt gegen den Boss einen Scheiß. aber es würde dir halt ein bisschen besseren Angriffskraft geben. Wenn du dich halt komplett einkaufst, sage ich mal, ist der Boss auch dezent einfacher zu machen. Also gab ein paar Quality of Life Sachen, die ich eigentlich haben wollte. Beispielsweise, dass ich einfach meine Laufgeschwindigkeit erhöhen kann mit einem Tastendruck. Das hat nie funktioniert, weil Laufgeschwindigkeit ist einfach nicht nur Laufgeschwindigkeit, sondern super kompliziert in ActionScript, warum auch immer das so sein muss. anderer Spielkram, dass man halt einen Speicherkristall ein paar mehr Sachen machen kann, halt Level auf X setzen oder sowas. Weil ich musste jetzt halt hier hardcoden, dass die Charaktere auf Level 3 sind und halt was Skills und sowas betrifft. Das könnte alles ein bisschen cooler sein, aber da fehlt mir einfach noch die Expertise, weil das ist halt alles sehr kompliziert. Wie ich finde. So, und hier die Sachen kriegen wir halt nach dem Bosskampf. Und hier ist eines der wichtigsten Items überhaupt, das Bandit Leather und Fire Pendant. Aber Fire Pendant wird ja später relevant. Das Bandit Leather gibt dir nicht nur 2-2, was ziemlich geil ist. Es gibt nämlich auch den Skill Evasion 20% und viel wichtiger Agilität plus 1. Und von sich selber aus gibt es auch nochmal halt Air Resistance und Paralyse Resistance und Agilität plus 2. Also kannst du mit dieser Wunderrüstung alleine, kannst du einfach fucking, Agilität plus 3 haben, was extrem cool ist. Evasion 20% kann auch ganz cool sein, ist aber halt nicht das Wichtigste, würde ich persönlich sagen. So, lassen wir uns nochmal kurz hauen. Nice. So, wieso ich halt Mardek mitgenommen habe, ist, weil er halt einen Skill hat namens Warp,
den er immer benutzen kann, und das bringt dich halt direkt auf die World Map. Wird halt manchmal deaktiviert, der Spell, was meistens welche Cutscene-Story-Dinger, von daher ist das okay. Aber halt hier sorgt es dafür, dass ich mir den ganzen Rückweg einfach sparen kann, um sofort wieder rauszukommen. Das ist halt ein Nutzen, wo ich mal persönlich sage, dass sich die meisten daran nicht stören sollten. Und wenn das wer tut, dann tut mir leid, dass ich das ein bisschen angenehmer haben möchte. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten mir ein Item machen, was diese Funktion erfüllt oder ähnliches. Aber ja. So, ja, Evasion ist zwar ganz nett, aber ich bleibe mit Damage Soak, weil RNG ist halt, bisschen sehr blöd, und wie halt, man hat hier halt den ganzen Kram. Und spätestens, wenn man halt hier den Großteil verscheuert, das kann man sich ja so ein bisschen die Preise einfach mal anschauen. Einfach nur, um das halt quasi zu zeigen, dass halt 500 ist wirklich nicht viel. Man findet zwischendrin ja sogar noch Geld. Halt, das hier ist 125 wert. Okay, das hier ist nur 25. Man kann das hier verscheuern für 50, wenn man will. Das Schild, wenn man es nicht braucht, ist 125 wert. Die Balance sind 50. Also man kommt auf mehr als genug Geld, um sich halt quasi einfach nur diese Gauntlets zu holen. Spätestens nach der Banditenhöhle kann man sie sich auf jeden Fall leisten. Wenn man Kapitel 1 gespielt hat, sowieso. Und von daher mal einfach so, was jetzt einfach hier der Geldvorteil hier bringt, ist einfach, dass ich nicht die Shops die ganze voll stopfen muss, und dass man sich theoretisch sparen kann. Stattdessen ist halt quasi den Boss ohne gemacht. Man kann auch quasi Challenge-Run-mäßig noch zusätzlich machen, hey, ich darf mir keine Items kaufen. Das kann man ebenfalls dazu tun. Finde ich ein bisschen sehr kitzelig. Gerade bei manch anderen Charakteren ist das halt eine Option, wo ich sage, das als Zusatzregel könnte den Run zu unmöglich machen. Und der ist schon stellenweise bei manchen Charakteren unmöglich, wie ich finde. Aber ja. Das heißt, in diesem Fall würde ich halt sagen, ja, man kann sie sich halt kaufen und auf jeden Fall benutzen. Deswegen mache ich das halt auch. Von daher. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Plus 4 Stärke ist halt ganz cool, aber es ist halt nicht das Ende der Welt und ist es jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur mit diesen halt Handschuhen rumrennen werde. Von daher. Aber ja. Warum ich nicht noch Magie-Pendant nicht mehr ausrüste, weil das normale Gegner, also gerade in Kapitel 2, benutzen die wenigsten Magie. Von daher ist das halt weniger notwendig, sage ich mal. So, dann machen wir das hier. Und das hier. Das hier behalten wir. Und ja, halt, entweder man behält alles oder man halt macht sich die Mühe und discardet kurz den ganzen Müll, den man nicht braucht. Kannst einfach alles in die Item Storage tun, aber mein Gott, wir machen jetzt ja sowieso Feierabend, also holt sie irgendwas zu unterstützen. Die ergeben nur einen Defense und das war's. Die kommen auch verscheuern für ein bisschen Geld. Ich glaube für 100. Und die beiden sind halt obsolet, weil die Handschuhe definitiv besser sind, deswegen kann man die auch wegmachen. Damage Soak sollte man halt behalten, weil, also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man eher verkaufen, dass man Sachen notfalls nachkaufen kann. Das würde ich aber nur bei Sachen eigentlich machen, größtenteils die halt Skills geben oder halt bei manchen anderen Items, die halt nur einmalig sind. Generell einmalige Items würde ich einfach halt in die Storage packen. Man hat mehr als genug Plätze dafür. Von daher, und den Rest kann man halt behalten oder halt Storage packen, falls man es halt später braucht. Das kann ich halt hier so reintun und das beides hier. Und Fire Pendant brauche ich alles erst später, von daher kann ich das halt hier reintun. Ja, das hier, normalerweise könnte man es behalten halt für andere Charaktere. Da ich aber einen Solo-Run mache, ist das ziemlich wurscht. Deswegen. Aber ja. So. Oh, stimmt, ich habe noch was vergessen. Upsala. Es gab auch mal ein Archiv, es gab halt, also es wurde auf ein paar Seiten halt gehostet, das Spiel, halt Congregate und halt Crazy Monkey Games. Und dann gab es halt Achievements, halt das ganze Monster-Kompendium füllen und halt alle Truhen einsammeln, jeweils in den ganzen Chaptern. Das heißt, wenn man 100% haben wollte, musste man sowieso ein Save von 1 bis 3 durchtragen, was ich gemacht habe. Aber hier ist es einfach, im Solo-Run ist quasi nicht nötig, halt alles einzusammeln. Ich mache das einfach nur gerne quasi halt mit zur Challenge, hey, nicht, dass ich die ganze Zeit theoretisch Gegner halt ignoriere oder halt mir Wege vereinfache. Einfach nur um zu zeigen, hey, kann man das alles schaffen als ein Charakter oder nicht. Halt zum Beispiel halt am Anfang da runterlaufen für die Fume Rats, die sind schneller, die machen nicht mehr Gift, aber das geht ja auch mit einigen Charakteren. Aber ja. So, die Story sagt, dass wir jetzt halt nach Osten gehen sollen. Oh, halt bevor. Wups. Vergesse ich fast jedes Mal. Wir haben ja den Banditen gerettet. Und der ist jetzt nämlich hier. Muss man auch erstmal wissen.
I know you, you're the guard, so didn't kill me back in the gym, man. Thanks for that. Und der gibt uns jetzt halt einen Trilobite Key. Da muss man gerade sagen, Experten wird's auch gefallen sein, dass uns gerade Trilobite Key 1 gegeben hat. Das ist eine Änderung, die ich selber vorgenommen habe. Normalerweise gibt er dir halt den Schlüssel Nummer 4. Und das ist halt für einen Bonus-Dungeon. Und halt, du brauchst entsprechend die Türen halt, um reinzukommen und halt, um den Dungeon starten zu können, brauchst du den ersten Schlüssel. Und ich weiß nicht, warum oder was halt da wirklich die große Idee war, aber die Verteilung der Schlüssel ist super bescheuert. Also wirklich kompletter Käse. Also den Schlüssel hier, den kann man natürlich jetzt sich als erstes holen. Normalerweise wäre es halt die 4. Das heißt, so wie man sich die Schlüssel holen kann, im regulären Spielverlauf, so früh wie es geht, ist 4-1-3-2 oder 2-3. Das beides kann man so quasi miteinander tauschen, die in der Mitte. Und den zweiten und den dritten kriegt man erst furchtbar spät im Spiel. Und in den optionalen Dungeon gibt es auch Items. Und die verlieren einfach unfassbar schnell an Wert, wenn man also wenn man halt da wirklich dann halt erst durchkommt, bis dahin sind die meisten dieser Items einfach absolut wertlos. Kann man einfach nicht anders betonen. Deswegen habe ich halt die Schlüsselreihenfolge geändert, dass man halt diese Dungeons oder halt die ersten Räume damit mitnehmen kann und das Loot damit theoretisch benutzen kann. Das ist in den wenigsten Fällen schlimm. Es sorgt dafür, dass du halt quasi den Dungeon schon früher halt explorieren kannst, wenn du das machen möchtest. Und halt Zugriff auf ein paar Items hast, dass die zum Beispiel halt kein Geld kosten, statt sie zu kaufen oder sonstigen Firlefanz. Und es ist einfach albern, dass das im Original die Reihenfolge der Schlüssel war. Gibt's für mich überhaupt keinen Grund, das so zu machen. Das ist komplett bescheuert. Aber wir jetzt halt auch nur ein kleinerer Makel in diesem ansonsten wirklich sehr, sehr tollen Spiel. Aber da machen wir jetzt auch Feierabend. Das reicht soweit an Progression. Ich kann nicht garantieren, dass andere Streams ebenfalls so diese Länge haben werden. Sie können auch länger werden, je nachdem, wie viel Progress ich machen möchte. Aber ja, damit ist das jetzt recht spontan mein nächstes Solo-Projekt geworden. Nach dem Metroid Fusion-Stream. In diesem Sinne, danke für alle, die live dabei waren. Ich hoffe, die Nachtzüge hatten jedenfalls ihren Spaß. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Mario Chapter 2 Doing Solo Run. Bis dahin und ciao.